Nachpunkt, wo ist er? Ja, dann nehmen wir doch den Schnellreisepunkt da und aktivieren das Ding da. Das heißt aber, das ist erstmal aktiviert. Das heißt nicht, dass das Ding funktioniert. Die Strahlungswerte Also, des das Trapezes sind heißt, gestiegen, H2-Wert der ist jetzt gesunken. hier quasi, hat jetzt Energie. Wir müssen nur nochmal aktivieren. Der war ja nicht der, was wir letztes Mal vorbeigekommen sind. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Keinig. Noch mehr Reliktbots, aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Ja, ich habe die aber als relativ einfach empfunden. Wir bleiben bei den Sturmgewehren. Glaube, naja. Irgendwie ist sie schon gut, also ja. Ich hatte gleich gedacht, ich wechsle wieder auf die Avenger, aber Ich registriere das ist eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. eigentlich nicht das, was ich machen sollte, glaube ich. Ist halt nur, mich Jungs hat von man nur Anlage 1 haben sich auch für die besser Monolithen bekämpfen. interessiert. Haben Sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. Strahlenbelastung liegt im Norden. Noch mehr Reliktbots, aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Ich glaube, dafür sind die hier da. Und noch einer. Moment. Warum habe ich da Werfen drin? Mein Profil habe ich aber nicht geändert. Was? Das weiß ich. Haben Sie zerlegt. Gut. Ich glaube, die Kaura hat die größten Lebens- und Dingewerte überhaupt. Aber sie stirbt damit. Ist der Tank, quasi.
Ender da auch was hinterlassen? Scheint nicht so. Gut, dann bringen wir mal das Ding hier in Gang. Und die uns die Munition abgefrischt haben. Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Oh. Es sind so viele. In Ordnung, schicken Sie mir Ihre Daten. Hä? Das ist ein Datenpad nur. Hat ihr ja schon gesehen, glaube ich. Hä? Wir sind nah dran. Ich weiß es einfach. Sobald unser Linguist hier ist, hat die was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich. Diese Konsole ist durch eine Verschlüsselung vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir. Oh nein! Nein! Hier war doch so eine, ja genau hier. Verdammt! Die Relikte sind nicht nur Bots und blauer Himmel. Bleiben Sie vorsichtig. Sie wollten möglichst viele Daten retten, weil Sie dachten, Sie könnten vielleicht beim nächsten Versuch hilfreich sein. Ja, und dieser nächste Versuch sind wir. Achso, okay. Moment. Anmachen. Das auch da machen? Entschlüsselung aufgrund fehlender Glyphen. Information nicht möglich. Scannen Sie die umgebende Umgebung auf Glyphen. Okay. Ich würde sagen, uns fehlt noch etwas. Das würde ich auch ganz mal so sagen. Ich war ja hier oben schon, aber nach Glyphen scannen. Die Umgebung, das heißt die ganze Umgebung, ne? Kam ich hier unten eigentlich hin? Ich probier's mal. Das wäre ja der einzige Ort, wo wir noch nicht waren. Aber das war auch die Cat-Basis, die wir hier haben. Ja, ich bin gerade in die falsche Richtung. Oder ist die das? Ist die, oder? Mal sehen, vielleicht haben wir hier. Die haben sich hier häuslich eingerichtet. Die ganze Forschung, was sie wohl rausgefunden haben. Hm.
ist was. Dann muss ich eigentlich auch noch irgendwo rumtouren. Zumindest würde das Sinn machen. Keine Bots hier? Nicht so aus wie mit Bots. Was bist du? Ein Exoskinner. Ich würde sagen, uns fehlt noch etwas. Hier, der ist es. Ja, es, man sieht irgendwie auch schon, dass hier Dinger stehen, die stehen hier nicht ohne Grund. Nix. Mehr gibt's ja hier nicht, oder? Auch ein Nexus-Scanner. Ja. Gucken. Nach diesen Glyphen. Da war ich doch eben schon. Oh ne, Moment mal, das war da. Ich war eben da, aber ich war eben da drüben. Hier müsste ich noch hinkommen. Wir sollten dieses Kettlager ausheben. Meinst du? Ja. Hilfe. Ja, mal kurz muss ich drauf, also es hilft kein Bitteln und kein Betteln. Hab ich. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Dann probieren wir es mal. Ist der fertig? Und den hier müssen wir noch aktivieren. Also wer immer das da aufgebaut hat, hätte es einfacher machen können. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Also sofern die kritischen Strahlungswerte registriert. Ketten auch hier irgendwelche Lager haben. Werden die das auch mitbekommen haben? Sek-
Ja, immer noch nichts. Eine Schlüssel. Ein paar dieser Bilder fehlen noch. Ich frage mich, ob hier noch welche zu finden sind. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ich scanne was, ist schon klar, aber... Ja, vielleicht der hier nochmal. War mit da schon drauf? Ich weiß es nicht, ob da schon drauf waren. Aber probieren können wir es ja mal. Moment, wenn ich dich hier aktiviere, dann kannst du doch ein paar Dinge davon hochfahren, oder? Wollte schon sagen. Eingabe akzeptiert. Ich komme da nicht hoch. Beziehungsweise das ist zu steil. Vielleicht kann ich es von ganz oben scannen. Wäre zumindest eine Idee. Ja, aber geht. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Hilft aber immer noch nicht. Ah, Erfolg. Override. Gut. Was jetzt? Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See. Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Betrachte uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. War ich da, dass die Kette irgendwann mal kommen würden. Arbeit. Bilde ich mir das nur ein oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relic-Tech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ihr müsst aber eigentlich schon mal aufgefallen sein, dass sich die dafür interessieren. Sollen wir hin? Nee, also da kommen wir schnelle Reise nicht wirklich gut hin. Müssen wir den Nomad bemühen dafür. Fange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Hier war das. Dann haben wir Zeit für die zu spielen.
das ist nicht das bald alles rum. Yeah.